Cuba, que viva Cuba. Also ich kann Kuba wirklich jedem empfehlen, weil es ist einfach eine ganz andere Welt. Wie man hier sehr schön sieht, die Oldtimer, die sind wirklich ein Traum. Da gibt es nicht nur eins, sondern es waren wirklich die größten Teile, es sind nur die Oldtimer. Und natürlich eine Traumstadt ist Havanna mit diesen Kolonialstilhäusern, einfach mit diesem Lebensflair. Kuba ist auch ein sehr rhythmisches Land, also sehr lebensfroh, also wirklich für jeden gut geeignet. Und natürlich, was auch nicht zu kurz kommt, sind diese schönen Badestrände in Varadero, in Trinidad. Man hat wirklich sehr viele Möglichkeiten in Kuba. Ich kann es jedem empfehlen. In Havanna würde ich empfehlen das NH Capri. Das ist ein sehr modernes Haus. Wenn man sagt, man will ein bisschen älter, es gibt auch ganz liebe Pensionen, wo wirklich nur diese Innenhöfe sind mit diesen Grünflächen. Und in Varadero gibt es sehr schöne Badehotels, da kann ich ganz gut empfehlen das Melia Marina oder das Melia Las Antillas. Das ist zum Beispiel ein Erwachsenenhotel, also auch super für Hochzeitsreisen geeignet. Ich habe eine Rundreise gemacht, ich war in Trinidad, das ist in eine der berühmtesten Städte in Kuba, kann man sehr schön empfehlen. Überhaupt das Hinterland, also mit diesen Plantagen, dass man die einfach mal sieht, mit dem Tabak natürlich. Überhaupt dieses Lebensfeeling, also Zigarrenrollen sollte man unbedingt einmal in Kuba probieren. Natürlich der Rum darf nicht zu kurz kommen und das Nachtleben ist einfach auch wirklich der Traum. Die schönsten Strände, muss ich sagen, sind auf diese vorgelagerten Cayo Santa Maria Inseln. Ist es leider mit dem Transfer etwas länger. Also ich sage, wenn man sagt, man will es verbinden mit Rundreise und Baden, würde ich wirklich Varadero empfehlen, die Landzunge. Ich freue mich, wenn du mich in der Filiale in Steyr im Citypoint besuchst, weil da kann ich dann an Kuba einfach näher bringen und können wir sich das perfekte Angebot für dich raussuchen. Ich freue mich.